Servus Leute, zurück zu Let's Play Baldur's Gate 3. Wir befinden uns in der Grimm-Schmiede und in einem uralten Fort deswegen. Wir haben das letzte Mal ein Ultra-Parcours abgelegt hier in der Grimm-Schmiede in den Höhen und den Fallen von Schars Anhängern. Und hier haben wir anscheinend vor uns die Adamant-Schmiede, Adamantium-Schmiede. Dementsprechend, da wollen wir natürlich hin. Aber vorher... Da sind Gegner. Und die werden mir auch dargestellt als Gegner. Da ist noch einer. Okay, 4 Stück sehe ich. Gibt es hier noch mehr? Nein. Kümmern wir doch uns erstmal um hier ein... Hier sind sehr viele kaputte Rüstungen oder sowas. Ja, und ein paar belebte Rüstungen. Wie es aus. Schuppenpanzergussform. Die ist natürlich auch sehr interessant. Really? Let's not get caught off guard. Ready for anything. Light steps. Du musst da außen rumlaufen. Das ist schlecht. Hab gehofft... Ist noch versteckt. Gut. Weil dann kannst du gleich da außen rumhüpfen. This is no fun at all. Das sei doch nicht so. Hohoho, die hier wegwerfen. Also wegschubsen wäre geil mit so einer Donnerwoge. Hier gibt es viele Orte, wo sie hinfliegen könnten. Aber ich glaube, wir machen einfach den Klassiker. Does this count as adventuring? Ich sehe nicht so gut. Jetzt. Nein. Die Gegner sind überrascht. Ja, mega. Die haben gute Erfahrungspunkte. Gut, Lebenspunkte meine ich, lol. Rüstungspunkte, das war das Richtige. I wonder if this is worth the cost. Ist ja mega, dass ich sie überrascht habe. Kurz vom Platzen. Ach, da unten. Wow, was läuft da? Okay, hier gibt es irgendwelche Teufel. Balrogs. Nein! Ah, die hätten doch alle noch einen Zug machen können. Du. Hä? Mach. Hey, du hast doch noch eine Aktion. Du hast doch noch gar nichts gemacht. Hä? Was? Ah, shit. Die stehen gut zusammen. Time to strike. Ja, ich hau einfach mal drauf. Wird schon treffen. War auf jeden Fall nicht schlecht. Autsch! Sie ist bedroht, also... Perfekt. Oder er ist bedroht, deswegen können wir einen hinterhältigen Angriff machen. Du darfst nichts machen. No choice but to keep going. Time to
Komm mal hinweg. Easy. Sehr schön. Ja, das war doch sehr, wirklich sehr gut. Hier haben wir noch eine weitere Gussform. Oh, sie muss wieder in die Gruppe. Komm in die Gruppe! Und dann haben wir hier Stuff. Die dunkle Justiziarmaske sieht geil aus. Aber nichts wert. I'm so tired. How do people do this all day? Hm? Wieso hat er das so gesagt? Was meint er? Haben wir schon lange keine lange Rast mehr gemacht? Dabei haben wir noch ordentlich Spells. Also ich brauche einen Stufe 2 Spell pro Kampf meistens. Das ist eigentlich gut. Weil die greifen mich nicht an. Die müssten mich angreifen. Um meine Konzentration zu unterbrechen. Aber das machen die nicht. Dementsprechend mega! Da unten ist irgendwas Größeres. Eine Mithrilader. Mithril! Wollte gerade sagen, ist es ein bisschen warm? Ist da was? Komm. Ein letzter Versuch, aber nicht. Mithrilerz. Mithral. Okay, Mithral heißt es hier. Mithral. Oh, dort unten. Wie geil das aussieht. Da will ich hin. Das würde auch den... Gibt's hier noch was? Ah, ziemlich warm hier unten, nicht wahr? es würde auch erklären, tatsächlich, das Bild, das man beim Starten des Spiels hat. Da geht man ja auch irgendwie so in den Untergrund rein. Vielleicht ist das der Tempel. Aber ich wüsste nicht, wie ich dorthin komme. Naja, noch nicht. Vielleicht gibt's noch... Oh, da liegt ja auch noch eine Streitkolbengussform. Wahrscheinlich sind das... Kann ich mir dann irgendwas machen später. Mehr Gegner habe ich jetzt... Helm? Wenn der von Schatten verschleiert ist. Während er von Schatten verschleiert ist. Toll. Schon wieder so ein Situationsbonus. Ist zwar besser als mein Stirnband, aber dann wiederum... Trank der Unsichtbarkeit. Staubiges Buch. Gelobt sei Herrn, sie hat Bruder durch Schwester Ansa die wahre Natur des Lebens gelehrt. Verlust und nichts als Verlust. Durch diese Schwester... Doch nicht... Der Mann, der einst... bekannt war... mit sich. Die dunkle Legion Adamant wird uns den Willen der dunklen Herren umso leidenschaftlicher wirken lassen. Aha. Ich nehme mal das Buch mit. Vielleicht hat es... Wobei, ich glaube, Lesen reicht, um irgendwelche Effekte durch Bücher zu aktivieren. Dann... Schienpanzergussform... Schmiede Aussichtspunkt. Forge your blade in the fires and raise it in the mistress's name. Die Scharjünger hatten eine Mithril-Schmiede. Mithral. Eine gekritzelte Notiz. Weitere Mithral-Ressourcen erforderlich. Adern in der Nähe erschöpft. Bruder, so das Projekt verbraucht. Beträchtlich mir in einige Akolyten nennen es Grimm. Nach dem Ort eine, seiner Entstehung, aber nie Bruder sowas hörte. Okay. Oh oh. Oh, enough waiting. I crave blood. Wir haben Streitkolben, Schuppenpanzer, das. Gut, sie ist nicht mehr belastet. Aber die wiegen anscheinend ordentlich, diese. Action, not reaction. Ah, Zehnerwert. Oder Zehner. Okay. Das ist die Aussichtsplattform. Mhm. Ja, da könnte ein Aufseher könnte da gut was machen. Okay. Beruhig dich. Ich erinnere mich tatsächlich noch, da gab es doch auch... irgendwas gab es da doch.
einen Wächter oder sowas. Muss mal aufpassen. Na, dass wir da runterkommen und auf einmal ein Bossfight. Konstruktionsprotokoll der Schmiede. Der Schmiede ist... Hammertest. Die Schmiede, doch wir betreiben sie nur bei einem Viertel ihres Potenzials. Bei den aktuellen Fraktalisierungswerten kann der Hammer diverse Legierungen in die Gussform schlagen. Bleibt unverformt und makellos. Hypotorsion auf Magma-Temperatur verdoppelt. Das Magma war so heiß, dass Adamant unter dem Hammer vollständig zersplittert. Ultrahohe Hitzen Adamant sind faszinierend. Adamant schmelzt, nicht zerschlagen. Behalte Hypotorsion bei. Verringert um ein Fünftel. Okay, die haben noch experimentiert. Na gut. Ich frage mich trotzdem, ich hätte gern irgendwo einen Toten, den ich wiederbeleben könnte, der mir erzählt, was hier passiert ist überhaupt. Ich würde schon gerne wissen, was hier passiert ist. So viele Tote, aber warum, wie? Centuries of blazing heat have smoothed away the plaque's inscription. Das ist schlecht für die Plaque. Da drüben ist noch mehr Mithril. Schön versteckt herumreisen. Bisschen weiter nach vorne, damit du nicht so viel Schaden bekommst. Geht doch. Ey, das ist doch dieselbe Spalt wie in Herr der Ringe. Jetzt kommt der Balrog, oder? Da drüben war der Balrog. Den habe ich gesehen. Ich muss da rüber, dann komme ich zum Balrog. On my way. Ja, da drüben ist Mithril. Ich will Mithril. Moment. Ich habe einfach mal Erfahrungspunkte bekommen und das reicht für einen Stufenaufstieg. Ja, das müssen wir nutzen. Ich habe Erfahrungspunkte bekommen, weil ich die Schmiede wahrscheinlich besucht habe, oder... Was ist das? Urschlag. So, zählen deine Angriffe beim Überwinden der Gegner... Als magisch. Oh. Ich kann mich zu einem Panther jetzt... Und einem Eulenbär... Okay, Zauber vorbereiten, was wurde? Der Schneesturm. Nee, Schneesturm ist nicht so spannend. Ist alles nicht so spannend. Ich weiß nicht, ob das so mächtig ist wie in Solastar. In Solastar war das gegen Untote sehr mächtig. Tageslicht. Das nehme ich einfach mal. Ja, hier ist nix. Weil ich kann da drauflaufen. Schöne Zauber. Stinkende Wolke, jawohl. Sehr luxuriös. Jetzt machen wir das kaputt. Oh shit. Das ist jetzt blöd. Wir sind auch noch schön überrascht. Das ist normalerweise mein Job. Nein, meine Waffe. Metall erhitzen. Ja, das ist ein Spell, den sollte ich eigentlich lernen. Und generell irgendwie Gegner entwaffnen. Das ist, glaube ich, auch mächtig. Boah, die haben uns richtig eklig erwischt. Nicht gut, was hier passiert. Nicht gut. Gar nicht gut. Ich kann nicht alle erwischen. Lol, da kommen noch mehr. Ich muss hier weg. Ich muss ja den erst loswerden.
Gibt auf jeden Fall gute Erfahrungspunkte. Oh nein, sie ist ja entwaffnet. Ah, ich habe ihre Waffe vergessen. Dann boxen wir sie tot. Töte einen Charakter mit einem waffenlosen Schlag. Ah, gut. Wow, dem geht's nicht gut. Dem geht's gar nicht gut, dem Gegner. Mein Schwert hätte ich gerne wieder. Habe ich aber auch eine Fernkampfwaffe. You bow or you break. One can't always be a gentleman. So, wie mache ich euch beide weg? Wie mache ich euch beide weg? Ich habe leider ein Problem, dass ich... Oh. So. Ich meinte zwar mit weg nicht so weg, aber es ist okay. Ja gut, dass ich den dadurch nicht töte, das war klar, aber... Die können fliegen. Meine ganzen Waffen liegen jetzt am Boden. Ja, stimmt, du bist ziemlich angeschlagen. Deswegen helfe ich dir ein bisschen. Kann ich beide erwischen? Müsste doch gehen, oder? Gibt auf jeden Fall gute Erfahrungspunkte. Schlitz! Nee, Stich! Ja, jetzt haben wir das Problem, ich... Könnte dich... Nein, kein Elementar. Ich bin im Nachteil, oder? Aber es reicht. Ich muss raus aus diesem Feuer. Dich kaputt machen. Dich kaputt machen. Okay. Nochmal Magma erhitzen, okay. Nicht so gut. Nein! Ja, sie ist gestorben. Ich konnte nicht mal reagieren. Du wirst dafür leiden! Ah, ich habe keine Konzentration mehr. Okay. Du wirst trotzdem leiden! Die stammelt noch. Let's have some cut. Ja, kann das Feuer aufhören? Dann holen wir sie zurück. Ich hoffe, das hört auf. Sehr gut, es hat aufgehört. Sehr gut, aber jetzt brauchen wir erstmal Levelaufstiege. Und dann, ja, danach brauchen wir Healing. Was? Was? Fertigkeiten ändern? Ich kann mich auf irgendwas spezialisieren. Moment, täuschen.
Ach so, wo ich mich darauf spezialisiere. Überzeugen und täuschen. Nee. Akrobatik mal 2. Akrobatik ist... Oh, Fingerfertigkeit würde ich gerne. Wahrnehmung. Oh ja, Wahrnehmung ist wichtig. Täuschen. Täuschen ist nicht so wichtig. Auftreten. Ja, was ist das? Durch Klasse gewährt. Nee, das haben wir schon. Das brauchen wir nicht. Akrobatik und Wahrnehmung. Oh, dann bist du mein Spürhund, Astarion. Mein Spürhund. So, Lazelle. Erstmal gönn dir Erfahrungsaufstieg. Ein neues Talent. Oh ja. Hm. Was? Eine Attributsverbesserung würde jetzt gehen. Mit Stufe 6? Okay. Ach, das ist wegen... Weil du ein Kämpfer bist, glaube ich. Ein Talent. Wenn du einen kritischen Treffer ziehst oder eine Kreatur, kannst du dann zugehen. So, beim Angriff mit schweren Nacken, mit den, deren Umgang du geübt bist, können zusätzlich 10 Schaden. Ich nehme das. Weil das erinnert mich stark an einen Skill, den Kämpfer normalerweise haben. Erstmal brauchst du deine Waffe wieder. Und lass sie nächstes Mal bitte nicht mehr fallen. Keep your distance, darling. Du genauso. Bitte wieder die Brecherklinge ausrüsten. Es fühlt sich so nackt an ohne Waffe. Hm? Was kriegst du? Es wird immer schwieriger, deine Zauber auszuweichen, wenn eine Kreatur... Dennoch die Hälfte des Schadens trägt doch keine zusätzlichen Effekte. Okay, cool. Mhm. Und wir gönnen uns... Es gibt so viel, was wir uns gönnen könnten. Fluch. Flimmern. Okay, Gegenzauber. Ist halt teuer, Gegenzauber. Totstellen, großer Flug. Na gut, fliegen halt. Gasförmige Gestalt. Stinkende Wolke. Ja, andererseits, wir kriegen alle Zauber auch so. Wir können alle Zauber generell auch so bekommen. Wir können Hast nehmen, Vampirgriff. Hast ist not verkehrt. Ich habe nie Verlangsamung bisher genutzt, oder? Und Blitz ist eigentlich ein ziemlich cooler Spell. Auch wenn er verheerend sein kann. Und ich kann hier alles auch eigentlich lernen. Hexenpfeil habe ich auch noch nie benutzt. Eigentlich kein schlechter Zauber. Ne, wir haben jetzt, glaube ich, verlangsamt. Ne, der Hexenfall kam dazu, oder? Als vorbereiteter Zauber. Hm. Ja, okay. Passt schon. Okay, ihr kleinen Scheiße. Das hat richtig wehgetan. Dafür klaue ich euch eure Herzen. Und werde zu seiner Tinktur machen. Diese kleinen Ratten. Ich brauche eine lange Rast jetzt. Gut, ich kann schon mal sicher eine kurze Rast nehmen, aber ich werde auf jeden Fall eine lange Rast noch nehmen. Immun gegen Hiebschaden, Leute. Dann halt so. Ein Scharitenregister. Rekord von Reuen. Paladin Kesricks Form. Nicht mehr. Elixier der Feuerresistenz. Das wäre ein Elixier gewesen, das ich vorher gebrauchen können. Aber hey.
Ich glaube, ich befürchte, wir brauchen eine lange Rast. Das war ein ekliger Kampf. Oh Gott, ich stehe mitten in der Lava. Wow! Wollte gerade sagen, ich stehe mitten in der Lava. War schon beeindruckt, dass ich keinen Schaden bekommen habe. Bevor wir in die Schmiede da runtergehen, machen wir, glaube ich, erstmal eine Rast. Eine lange Rast. Garstige Feuer, Memphis. Okay, will jemand quatschen? Was ist mit dir dort unten? Du hast nichts zu quatschen. Nix wegen Schar und sowas. Wir sind hier mitten in Schars Heiligtum und du hast nichts zu quatschen. Schattenherz, was ist los mit dir? Bist du beleidigt, dass du nicht mitspielen kannst? Oh, ich habe dieses Idol der Schar gefunden. Hier, vielleicht möchtet ihr es haben. You thought of me. Thank you. It's beautiful. I'll find a place of honor for it in camp. Nobody's ever given me anything before. What do I owe you in return? Ewige Loyalität. Nicht bei Verbündeten. Ein Dankeschön wird mir reichen. Ein Dankeschön auf eine bestimmte Art. Well, in that case, thank you. I'll always think of you when I look upon it. After I think of Lady Shah, of course. I wonder. Perhaps this is connected to the Dark Justiciars. This is no coincidence, I'm sure of it. I need to keep an eye out for more signs. Learn more about the Justiciars' presence in these lands. It could be important. As long as I've prayed to Lady Shah, I've wished to serve her as a Dark Justiciar. There is scarcely a greater way to fully dedicate yourself to Lady Shah, save perhaps if you become the head of her church. Das hast du, glaube ich, mir schon mal erzählt, oder? Wenn die dunklen Justiziare hier wirklich einmal eine Machtposition hatten, deutet alles darauf hin, dass das schon sehr lange her ist. All signs we've encountered so far, perhaps. I'll be keeping my eyes peeled going forward. Na gut. Behalt deine Augen offen. Das ist vollkommen okay. Ein weiterer Grund, warum ich das letzte nicht gewählt habe, auch wenn es die böse Variante wäre, wenn sie ihren Geldbeutel dafür aufmachen soll. Aber ich kann ja auf ihren Geldbeutel schon zugreifen. Warum sollte ich das sagen? Das hat nur negative Konsequenzen, das weiß ich doch. Wieso willst du alles verbraten, was nicht notwendig ist? Das so viel ist nicht notwendig. Ah, wieder voll gestärkt. Und bereit, eine Schmiede zu erobern. Meine Schmiede. Cloud-Spielstand. Hör auf, ich will eigentlich Schnellspiel speichern. Quicksafen. So, was haben wir hier vor uns? Boss? Don't waste a step. This must be the forge. What a feat of engineering it is. Das stimmt. Jetzt müssen wir herausfinden, wie es sich aktivieren lässt. Das sieht so aus, als wäre das ein Bossfight-Käfig. Gussform Auswurfhebel. Bevor wir hier reingehen. Ja, aber wir können ja mal. Schmiedehebel. Das hat niemand gehört. Okay, wir können hier in die Gussform wahrscheinlich dann eine der Gussformen reinpacken. Dann Mithril irgendwie reinpacken und dann wird's gepresst. Das Witzige oder Gute ist ja auch. Moment. Wir haben von einem. Mir fällt gerade ein. Wir haben doch von irgendeinem Wächter gehört. Wo ist der?
Wie wird er aktiviert? Wahrscheinlich irgendwann später. Weil es hieß, glaube ich, auch, dass wir diesen Hammer dann nutzen müssen. Jetzt macht das auch Sinn, den Hammer nutzen. Okay. Ja, bin ich mal gespannt. Na, mal schauen. Vielleicht gibt es ja einen Wächter. Kurz vorm Platzen. Ja, ich bin auch kurz vorm Platzen. Okay. Quite the lively little pond, aren't you? Und da ist irgend so ein Typi. Ich weiß nicht, ob ich gegen den kämpfen möchte. Eigentlich schon. Ich speichere einfach. Die Frage, ist das ein Gegner? Lava-Elementar. A lava elemental. So Jord has this place all stirred up. Freund oder Feind? Neutral anscheinend. Achso, okay. Wow. Wenn sie ihren Zug in Lava beginnt. Ich glaube... 600 Kilo. Ja, den... Lass mal einfach mal. Hier ist überall Feuer. Wohin läufst du? Pass auf, wo du hinläufst. Oh, Schmelz. Ich weiß nicht... Sorry. Ich habe mir bloß gedacht, was macht ihr? Okay, da muss bloß einer laufen. Dann muss man... Lazelle muss laufen. Ich habe jetzt nicht... Ah, ich hätte drauf achten sollen, ob die Truhe verschlossen ist, weil dann kann Lazelle wirklich das machen. Jemand, der halt weit springen kann, der kann dieses Zeug umgehen. Scheinbar kämpfen müssen wir ja nicht, also... Oh, die Lava ist böse. Spiel, warum lässt du sie durchlaufen? Lass sie lieber stehen bleiben, wenn da Lava ist. Das wäre viel klüger. Das will KLUK. Aber naja. Probieren wir einfach gleich nochmal. Wohlgemerkt, also... Ja, das ist halt einfach durch die KI. Wenn wir... ein richtiges Pen and Paper spielen würden, dann wäre... dann würde es solche Aktionen natürlich nicht geben. Deswegen, da habe ich kein Problem. Was soll denn das? Lauf dahin. Jawohl. Junge. Mädel. Das stört sich aber nicht an unserer Anwesenheit. Wie... Natürlich brauchen wir Astarion. Na gut, auch das kriegen wir hin. Kannst du bitte, jawohl, dahin. Der Lava-Elementar verursacht es. Ist aber nicht unser Gegner scheinbar, der Lava-Elementar. Nein, 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 ich kann nichts drücken. Was war das? Ich habe wie blöd gedrückt, dass es sich umdreht, aber er wollte nicht. Oh, das ist doch so nervig. KI. Der Spielleiter würde einfach fragen, bist du dir sicher, dass du da durchlaufen möchtest? Und dann muss man aktiv wahrscheinlich sagen, ja, ich möchte so dumm sein und einfach ganz normal durch Lava durchlatschen, um springen zu können. Spiel. Ja, an manchen Stellen ist es echt clunky. Aber, ja. Dafür ist ja das Laden da. Boah, die Leute, die Speedruns... Na gut, die Leute, die Speedruns nutzen, die nutzen wahrscheinlich dann Schriftrollen des Fliegens oder sowas, um darüber zu kommen. Die machen da nicht lang mit Springen wahrscheinlich. Ich habe schon gesehen, es gibt den ersten Speedrun, so...
so schnell wie möglich hier Sex mit einem Charakter haben. Irgendwie Weltrekord. Nein! Oh Gott! Ein Lava-Elemental. So, Jord hat diesen Platz all stirred up. Let's go. Okay, diesmal haben wir es geschafft. Zurück muss ich halt noch. Let's crack it open. Deswegen sind wir hier. Das war sogar nur Starres. Oh ja. Intelligentes Amulett zerbersten. Rede mit dem Was? Mit dem Amulett kann ich reden? KI wiederherstellen. The amulet is heavy, but holds a subtle warmth. Like it was left under the sun. Suddenly, the metal surges with heat. You feel great power and an overwhelming urge to laugh. Can thou endure? Das Amulett fallen lassen. Do not abandon my blessing. You stifle a chuckle and drop the amulet. The urge to laugh passes. Das Amulett werde ich. Tagebuch aktualisiert. Hilft dem Verfluchten. Ein Geist besessen ist. Er möchte zu seiner Enkelin gebracht werden, die im Tempel der offenen Hand. Ne? Das haben wir nicht erfahren. Okay, da brauche ich jemanden, der Weisheit hat. Das bist du. Was ist hier los? Warum kann ich da vorne nicht? Das wird so herrlich. Das wird so herrlich. Ja, dachte ich mir, ich muss ins Feuer. Dream in red. So, er kann das Amulett aufheben. The amulet is heavy. Suddenly the metal. Can thou endure? Ich bin weise genug. Hoffe ich zumindest. Yes. Kritisch sogar. The laugh urge fades. A quiet power spreads from hand to head and down to your feet. Thou hast done well. For what is a laugh if not one step toward madness? Thou art the one! Return me, take me home, and thou shalt grow with blessings. Wohin zurückbringen? Zu wem? To my granddaughter, Shira Clawin. Serves Ilmater, she does. She waits in Worm's Crossing. Take me there. And thou shalt bathe in her golden gifts. Oh, thou shalt be blessed indeed. Seid ihr ein Geist? A ghost? I am sunlight on water, dew on grass. Sharon's broke my body. But my spirit, they could not. Well, not completely. Das ist durchgedreht. Thou shalt return me home. It is written. Naja. Motiv erkennen. Naja. Was sind seine Absichten? Beneath the rampant joy, you sense the monk's fear and sincerity. He doesn't wish to harm you. That doesn't mean he won't. Schauen wir es uns auch mal genauer an. Da sehen wir nichts. Das ist auch kein. Lines and arcs are etched into the metal, but you see no pattern in them. Ich hab's eingesteckt, oder? Zerbersten Rede mit dem Intelligenz. Tragedy.
shalt return to me. I shall walk with thee. I shall grant you my power. Okay. Ich kann wieder versuchen, was zu erkennen. Jawohl, diesmal klappt's. Etched on its face is an image of the dawning sun. Das ist Lathander. Hm. Religion. Ah. Sehr schön. You recognize the symbol. It belongs to those sworn to Lathander, god of dawn and renewal. Ein rechtschaffend guter Gott. The spirit suffers was inflicted by Lathander's enemies, followers of Shah. And this madness may flow into you. Okay. You feel a chuckle coming on. But it seems. Okay, das Teil nehmen wir mit. Aber ich habe nicht vor, es anzulegen. Ja, jetzt müssen wir wieder zurückkommen. Das wird toll. Ah! Feuer, heiß, heiß, heiß. So bitter, dass alle da sind. Nein, jetzt ist er in die Lava gelatscht. Du wirst sterben. Ich kann es nicht verhindern. Das dachte ich mir schon. Ja, wie kriege ich denn jetzt da raus? Geht wahrscheinlich nur so. Ja, zumindest aus der Soße ist er raus. What's in here? Oh, ist das nervig. Hellminster's not around, so might as well. Okay. Careful, I might. Damit haben wir auf jeden Fall schon mal überlebt. Kann irgendjemand noch was machen? Kann ich jetzt wieder was machen? Ready and willing. Jetzt ist er schon wieder tot. Die kostbaren Schriftrollen hier werden hier verbraucht. Ich werde hier noch bekloppt. Kannst du aus dieser Soße raus? Kannst du nicht aus dieser Soße raus? Assume nothing. Oh, enough waiting. I crave blood. Ich überlege gerade, ihn zu schubsen. Werfen geht auch nicht. Was kann ich denn machen? Ich kann halt keine Option. Aber warum geht es? Warum kann ich nicht. Hier werfen. Auf werfen. Nee, das nicht. Don't touch me. Ich hab keinen Plan, wie ich. Nein! Wieso darf ich jetzt nicht mehr springen? Warum geht alles außer springen? Kostet eine Aktion, aber warum habe ich diese Aktion nicht mehr? Das ist ärgerlich. Oh, action, not reaction.
Ich würde halt gerne ihm einen Trank geben. Werfen und sowas. Aber werfen ist leider eine Aktion. Die habe ich schon aufgebraucht, um... Ach, ich kann jemanden... Wenn jemand brennt, kann ich ihn... Yes. Hm. Natürlich. Kann er jetzt diesmal überleben? Zu schwer zum Werfen. Werfen... Heiltrank. Proceeding. Gut. Way to the nearest library. How delicious. Du musst aus dieser Soße jetzt raus. So. Es possible. Ja, er lebt. Um Gottes Willen war das ein Krampf. Oh Mann, oh Mann, Mann. Halt. Schnell. Rüber. Nein, nicht in die Soße. Warum machen die das? Wieso? Jetzt ist er auch in die Lava gelatscht. Wieso geht die KI da rein? Ja, es ist leider zu hell, um die Linien immer vorher anzuschauen, von wo sie springen. Oh, das war ein teurer. Oh, das war ein ultra teurer. Na gut. Lange Rast. It is. Gibt es irgendwas zu Char? Hast du irgendwelche Hinweise über Char? Sie steht jetzt zumindest. Davor war sie nicht gestanden. Vielleicht redet sie. Hast du irgendwas rausgefunden über die Statue? May the darkness protect you. Nein. Gut. Boah, hot und sweaty war das. Hot und sweaty. Die Rast haben wir uns verdient. Was ist denn das schon wieder? Warum Spiel? Warum? Also KI-mäßig denke ich mir echt manchmal... Das Spiel weiß nicht, was es will. Aber ich weiß, was ich will. Ja, volle Lebenspunkte. Hm? Geht, ne? Lass mich raus. Hallo? Wieso kann ich das Lager nicht verlassen? Geht doch. Spiel. Du machst mich kirre. Das hat deutlich länger gebraucht als notwendig. So, wie war das? Was macht man jetzt hier? Was gibt es hier? Wir haben hier diese Gussform. Na gut. Was passiert, wenn ich da was reinlege? Was habe ich denn nochmal für Gussformen? Ich habe Gussformen von... Krummsäbel, Langschwert, Schuppenpanzer, Streitkolben, Schienenpanzer. Ich glaube, der Schienenpanzer gefällt mir am besten. Hä? Ah, so geht es. Now to feed the forge with the right materials. Wir brauchen Mithril. Wo haben wir Mithril? Okay, und jetzt müssen wir draufhauen?
right? And down it goes. Was war das? Ore and mold. But they still need the lava to bind them. Okay. Lava. Da ist ein Ventil. Da ist ein Knopf. Okay, wir kommen auf jeden Fall weiter. Ich wusste nur, dass es so runtergeht. Auswurfhebel. Okay. Oh, Lava rein. Moment, standen die gerade da, wo... wo Lava fließt? Ach du Schande. Das. Ist ein Big Boy. Grimm, ewiger Beschützer der Schmiede. Ach du Schande, Resistenz, Hiebresistenz, halbiert, Hiebschaden, Schichtresistenz, Wucht, nicht re... Okay. Wir haben keine Wuchtwaffen. Säure sind Schallresistenz, nekrotische. Ist aufgehoben. Komplett aufgehoben. Der ist ja gegen nahezu alles immun. Diese Masse besteht aus Adamant, ist so schwer wie ein Drache und ebenso zäh. Nur intensive Hitze macht das Metall weich genug, um formbar zu sein. Okay, in Feuer... oder im Griff steht die letzte Kreatur, die ihn trifft, sofern möglich. Oh, da habe ich eine Idee. Der Hebel funktioniert, also ich kann hämmern. Ah, das hat keinen Sinn, gegen den zu kämpfen. Okay, ich habe eine Idee. Die Frage ist, treffe ich ihn? Ja, ich treffe ihn, indem ich das mache. Oder? Was ist der Status überhitzt? Lamentkin ist erweicht. Er ist nun für bestimmte Schaden empfänglich und durch Wuchtschaden verwundbar. Ha. Ha. Ich versuche ihn da in die Schmiede reinzupressen. Wenn ich mich hier irgendwo hinstelle, das... Jeez. Hauptziel. Flieg und Sieg! Renn! Auf die Schmiede! Greif mich an, jawohl. Die anderen sollen zum Hebel hin. Nein, nicht in die Lava. Schon wieder wollen die in die Lava laufen. Wir müssen den Hebel aktivieren, wenn... Okay, wir müssen hier mit der Umgebung arbeiten. Ernsthaft, jetzt kannst du nicht mehr springen. Okay, ich habe genügend in Reichweite. Und der greift mich an. Ich kann abhauen. Erwachen. Kommt er überhaupt zu mir? Ich kann da stehen... ohne. Ja, okay. Mist. Okay. Schwierig.
I'll do it my way. Natürlich nicht. Just like old times. Da bin ich außerhalb der Reichweite. I am Fury. I am Death. Das ist schade, dass du da extra einen Sprung brauchst. Hätte nicht sein sollen. Oh. Du kannst auch so noch verstecken. Der soll nur auf mich gehen. Und wir hoffen einfach, dass... Ja, lauf auf die Plattform, lauf auf die Plattform. Das wird zwar ein Hit kosten, aber hoffentlich macht die Schmiede den Rest. Er steht nämlich auf der Schmiede. Drück sie! Drück den Schmiedehebel! Okay. Schön. Können die anderen nochmal? Shit. Er ist liegend für zwei Züge. Ach du Schande, ich brauche jetzt jemanden, der da hinspurtet. Und wieder Lava anmachen. Es hat ihn ungefähr die Hälfte an Schaden gemacht. Na gut. Jetzt haben wir das Problem. Diese Viecher sind auf einmal gekommen. Kannst du einen Nebelschritt machen? Um wieder Lava reinschütten zu lassen. Schlecht. Okay, wir müssen uns um die Imps kümmern wahrscheinlich. Habe ein Problem. Habe ein großes Problem. Ich habe ein Megaproblem. Nein, das brauchen wir nicht. Einer ist down. Gut. Oh, es gibt Erfahrungspunkte. Das ist nicht schlecht. They won't know what bit them. Blood comes easy these days. Hab ich Schattenschritt? Warum hab ich keinen Schattenschritt? Schlecht. Aber er greift mich nicht an, oder? Er greift immer den an, der am nächsten ist. Jetzt sehe ich halt nicht, wen ich da treffe. Doch, ein bisschen sehe ich's. Nein, nicht Metall erhitzen, das ist eklig. Ihre Waffe ist erhitzt. Hat vielleicht Vorteile. Sie ist noch das Hauptziel von dem? Er ist wieder überhitzt. Ja, ein Crit. Why not? Hier ist eine gute Position. Nein, der hat überlebt. Ich habe ein richtig großes Problem gerade.
Wie weit kannst du werfen? Das geht sogar. Was heißt 20%? Richtig groß. Jetzt, die sterben nicht durch Mondstrahlen. Hört auf! Ich muss hier raus aus dieser Suppe. Oh, der kämpft gegen die Memphis. Der kämpft gegen die. Na, das hätte ich vorher wissen müssen. Warum kann ich keine Kontrolle sterben? Ja, das ist mir klar. Ich muss heilen. Muss der große Heiltrank. Ich habe gerade einen großen Heiltrank gesehen. Na gut, ein kleiner reicht aber. Ja, würde ich auch sagen. Dazu muss ich aber erstmal wegkommen. Oder... ich werde groß. Ja, richtig groß. Voll viel Leben. So nah an der Lava. Ich kann Alchemistenfeuer nutzen? Nee. Let's turn someone inside out. Ja, einer muss halt hier bleiben. Das geht nicht. Gefahrenabschätzung. Na gut, wir müssen die erstmal besiegen. Befürchte ich. Der kommt zuerst dran. Nee, da würde sie ja ins Feuer gehen. Schade. Ein Tatendrang ist es noch nicht wert. Kaputt. Aua. Aua. Let's have a little fun. Wir müssen uns verstecken. Ich muss mich heilen. Coole Fähigkeiten, aber ich muss mich sowas von heilen. Das war aber keine gute Heilung. Ich hoffe, ich kann abhauen. Oh, Rückzug. With haste. Das ist besser als nichts. Lazelle muss den Fokus auf sich nehmen. Ja, Lazelle. Du musst auf jeden Fall treffen. Nein, 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 oh Gott. Weil die Kamera weggefahren ist, wollte sie dorthin laufen. Das ist sehr gut. Ja, das ist wirklich sehr gut. Ich glaube, wenn die Schmiede jetzt noch einmal zuschlägt, wäre das... wäre das jetzt ganz brauchbar. Du bist noch erhitzt. Du bist noch überhitzt. Sehr gut. Ja. Jetzt muss Lazelle aber abhauen. Darf ich jetzt? Darf ich bitte? Danke. Lazelle. Du musst abhauen.
Ja, gut. Du sollst immer noch abhauen. Und jetzt ist es dein Job zu töten. Klick, klack. Mach ihn tot. Ja! Ja! Und wir haben einen Panzer. Und wir haben einen Guardian. Grimmschädelhelm. Schützenträger vor kritischen Treffern. Gewehrresistenz gegen Feuerschaden. Und Zeichen des Jägers. Umgang mit schweren Rüstungen. Ja! Geil! Adamantschienenpanzer. Rüstung. Magische Ritterrüstung. Jeder erlittene Schaden ist um 2 verringert. Intensiver Adamantrückschlag. Wenn ein Nahkampfangriff dich trifft, taumelt der Angreifer 2 Züge lang. Nach der Beheimlichkeitswürfe, na gut. Schützt den Träger vor kritischen Treffern. Nice. Gibt es die überhaupt Plus? Schwere Rüstung ist ja sowieso nur Lazelle. Aber Lazelle, das könnte kein... Ja, das ist eine Verbesserung. Ja. Ja. Bonusaktion. Ich liebe Bonusaktionen. 3 Züge lang Wucht. Habe ich gar nicht so richtig bisher immer gemerkt. Ja! Okay. Sieht stark aus. Vielleicht machen wir bei Dialogen ausblenden. Ja, ich muss mich zurückverwandeln. Holla die Waldfee. Okay, sie ist überladen. Hoffnungslos überladen. Sie ist überladen. Nur bei Dialogen. Nur bei Dialogen ausblenden. Geil. Das war mega geil. Okay, gut die Umgebung nutzen. Ohne die hätten wir... Boah, 300 Schaden. Bei unglaublichen Resistenzen. Das wäre schon hart gewesen. Dann Streitkolben, Schuppenpanzer, Krummsäbel, Langschwert. Brauche ich ein Langschwert? Looking ahead. Well, hello. Nicht zwingend, oder? Oder ein Schild. Aber auch das nicht zwingend. Wobei. Ich glaube, ein Schild ist schon geil. Oder. Ich probiere mein Glück mit dem mit der anderen Rüstung. Da war doch noch eine andere Rüstung. In der Auswahl. Gib mir das mal ihm. Damit sie einfach nicht mehr überladen ist. Und dann wäre das. Du hast es. Ich nenne speichern. Immer speichern. Na, dass wieder so ein Typ kommt. Wäre witzig, wenn nochmal so einer käme. No use. It's blocked. So. Wir hätten gern. Nochmal drauf schauen. Schuppenpanzer. Rüstungen sind einfach wertvoll und selten. Also gute Rüstungen sind selten. Einfügen. In den Tiegel. Kommt Mithril. Wir haben noch eins. Leider gibt es nicht mehr scheinbar. Einfügen. So, könnt ihr alle zur Seite gehen? Dann machen wir Lava wieder rein. Der Wächter. Das wäre ein harter Kampf gewesen. Da hätte ich mich anders vorbereiten müssen.
Schmelzen, 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 jawohl. Und jetzt... Katsching! Ein Adamant-Schuppenpanzer. Hoffentlich ist es eine bessere Rüstung für mich. AK, jawohl. Nachteil bei Heimlichkeitswürfen? Was? Jeder Adamant-Rückschlag taumelt der Angreifer zwei Züge lang. Jawohl. Oh ja, schützt vor kritischen Treffern. Geil! Ich habe eine 20er Rüstungsklasse. Das kannst doch keine... Das glaubt dir doch kein Mensch. Aber ich glaube das schon. Das ist mega. Oh, die Waffen hätte ich jetzt auch gerne angeschaut. Was es da alles rausspringen könnte. Oh, das war ein harter Kampf. Das war lohnenswert. Ja, jetzt nur noch der Lava-Elementar. Den würde ich jetzt eigentlich auch noch gern. Ich dachte, das ist der Wächter der Lava-Elementar. Aber gut, kam einfach hier raus so ein Typi. So ein richtig großer Grimm-Golem. Stufe 8. Ja gut, und wir haben uns Stufe 6 redlich verdient. Und sie sind jetzt mächtiger denn zuvor. Salutations. Sehr geil. Die Gussform kann ich wahrscheinlich dann... Die lege ich hier hin, wo sie hingehören. Die sind zu viel des Guten. Falls ich jemals wieder hier zurückkomme, falls ich nochmal Mithral finde, wohlgemerkt, dann Wucht. Kann jemand einen besseren Helm gebrauchen? Ein Schattengehüllt ist eigentlich ein guter Helm. Ja, du kannst einen besseren Helm gebrauchen. Wobei Wucht ist jetzt nicht das Beste, aber hey, es ist ein Effekt, den man immer hat. Ich sollte mal vielleicht anschauen, was Wucht überhaupt macht. Die Bewegung ist für die restliche da. Ah! Okay. Wucht macht einfach ein bisschen mehr Bewegung. Ja, das ist gut. Das ist wirklich gut. Handschuhe. Wir haben keine Handschuhe für dich. Das können wir doch auch ändern. Die Geschosshandschuhe. Geschossfanghandschuhe. Sind gut. Ja, Umhänge, daran mängelt es ein bisschen, aber. Vielleicht irgendwann. Jetzt noch eine lange Rast und gut ist. Hier, Glorifizierung unseres Erfolgs. Wir haben die Schmiede erobert. Nein, nichts, okay. Wir haben es trotzdem glorreich geschafft. Was zum Autoauswahl? Was ist hier los? Was willst du denn alles geben? 43 Kartoffeln. Ja gut, du wählst halt 43 Kartoffeln aus. Hier ist noch anderes Zeug. Das sind einige Sachen, die was wert sind. Eulenbeerei. Nee, das wollen wir nicht. Hier ein Fisch noch. Das Spiel. Will mich mästen. Ah, wir sind jetzt so mächtig. Ich fühle mich so mächtig. Hätte Lazelle noch zwei... Ja, Moment, nee, wohl. Lazelle hat bloß... Ja, ein Punkt hätte sie da gebraucht, dann wäre wahrscheinlich... Nee, die andere Rüstung wäre genauso stark. Die ist genauso stark. Die wäre nicht genauso stark, die ist genauso stark. Ist sie genauso stark? Sie ist genauso stark, ja. Sehr selten. Okay, wir wissen jetzt... Okay, sehr selten ist sozusagen die nächste Farbe. Sehr selten. Das da ist ungewöhnlich selten. Sehr selten. So muss es aussehen. Ich hätte gern mehr davon. Mehr von solchem Equipment. Das ist kein Amulett. Warum habe ich dir kein Amulett gegeben? Ach, deswegen hattest du keinen Nebelschritt. Kann das sein? Ach, wegen dem sprechenden Amulett hattest du nichts drin. Ah, das war kritisch. Gut. Okay, wir waren sehr erfolgreich, würde ich sagen. Sehr erfolgreich. Gefällt mir sehr. Und damit haben wir das auch geschafft. Ja, das Hafner-Versteck, das haben wir besucht. Da gehe ich mal schnell hin, aber das kennen wir schon. Dann ist der Marker aber weg.
Gut. Hilft dem verfluchten Mönch. Tempel der offenen Hand in Würmbrücke. Sagt mir nichts. Die Brücke wurde zerstört. Es muss einen anderen Weg hineingeben. Wir haben erfahren, dass es zu einem alten Tempel führt. Dort die Wahrheit über das Schicksal der dunklen Justiziare. Erreiche den alten Tempel. Wir haben Diamantschmiede genommen, um etwas Legendäres zu schmieden. Wenn wir mehr Erz finden, können wir noch mehr herstellen. Ja, das muss ich im Hinterkopf behalten. Falls ich noch mehr finden kann. Gut. Mein Potenzial habe ich akzeptiert. Ich habe mir ein paar leckere Viecher gegönnt. Bücher gibt's nichts mehr. Entdecke, wir haben keine Ziffer. Gebirge, das ist wahrscheinlich unser nächstes Ziel. Zu den Gitjanki. Befreie den Künstler, das ist alles in Baldur's Tor. Suche das, verliert sich im Unterricht. Wo ist das Nachtlied? Hört sich irgendwie an, als wäre das auch was mit Char. Dieses Nachtlied, auch das dauert noch. Wir müssen weiterreisen und eine andere Möglichkeit, also erst später. Okay. Genau, sie will zur Krippe. Das ist das Nächste, was mir möglich erscheint. Dann würde ich sagen, das nächste Mal gehen wir zu Gidjankis Krippe mit mächtigem Mithral. Adamant Equipment. Das wird mega. Halt, hier liegen 5 Guss. 5 Gussformen. Ist die andere kaputt gegangen? Ach nee, die andere ist da drin, glaube ich. Ja genau, Schienenpanzer. Die andere liegt noch da drin. Ah ja, die Memphis jetzt noch plündern. Das mache ich jetzt gleich noch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir den Bergpass besteigen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.